Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf diesem Marsch. Version 1.7. Wir sammeln jetzt nochmal Grasballen ein, dass später mal Silageballen werden sollen. Die sind für die BGH gedacht. Für die eine. Die andere werden wir mal Gelegenheit wieder mit Silage voll machen. Mit der Fräse. Aber aktuell müssen wir schauen. Ja, die Zeit nehmen, ne? Also hier ein paar Ballen noch einsammeln. Ja. Müsste eigentlich jetzt gleich möglich sein, ne? So. Einer versteckt. Grünling und nicht erreicht. Ja, ein paar Outright-Kurse habe ich auch schon eingefahren, aber noch nicht von Bedeutung. Das ist, ja, würde ich sagen, das dauert noch eine Weile. Aber es geht schneller mit Ballen sammeln als erst mit BGH alles pressen. Ne? Schade, dass wir bei Mais das nicht das gleiche machen können. Es gibt zwar so eine Maschine schon, aber ist aber die Ausnahme. Ne? Dach. So. Das reicht noch nicht. Braucht noch 4. Was haben wir aktuell? 2. Gut, der macht gerade den 3. Fertig. Und den 2. Dann brauchen wir noch einen. Gib her. Meiner. So, dann kann der andere gleich fertig machen, dann können wir gleich noch ein bisschen. Ja, da brauchen wir einen Traktor, ne? Traktor, Hänger. Muss ich mal schauen. Okay, dann können wir gleich zur BGH fahren. Der 3. Anhänger und ein Klimmkant noch voll. Dann haben wir eine 4 Stück. Und da die Ballen ja ein bisschen größer sind vom Inhalt her, sind es insgesamt 8. Dann können wir ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Kein Vermögen, aber ein bisschen. Vermögen verdienen wir dabei nicht. So. Ah, jo, B und U, B. Das sind bin dicht dran. Ne? Also BGH will auch Grasball nehmen, aber könnt ihr euch vorstellen, dass es für Gras nicht viel gibt, ne? Also, wir sind schon einen Tag stehen lassen. Da ich aber 3 Tagen Season spiele. In diesem Jahr, im nächsten Jahr garantiert nicht, werden wir hier ja so, müssen wir gleich überdüsen. Oh, schon Folge Nummer 5 heute. Im Grunde spät dran, ne? Aber gut. Da ich ja am Montag auch noch frei habe, ist das nicht so tragisch. So.
Müsste ich einen brauchbaren Tiger suchen, der das kann. Der das kommt. Ich brauche ja auch einen Hänger, kommt noch hinzu. Auch eigentlich einen großen Hänger, der das packen kann, ne? So, die, na, wenn wir gleich Gewicht reinfahren. Das ist die Baumfräse. Sozusagen wächst die Gras durch. Ist nicht der Fall. So. Kaufen noch einen großen Hänger oder kaufen keinen? Gibt es da ein schönes? Tausend, 52.000, 56.000. Der kann aber auch Silage, ne? Bergmann. Der kann auch Häckselgut. So ist schön. Schick. Sehr schick. Kaufen. Okay. Dann werden wir uns gleich einen Traktor zu holen. Ein. Was haben wir hier schöne? Wir haben doch jetzt den Großtraktor von John Deere. Muss ich mal schauen, wo der ist. Er müsste eigentlich vor den Mods kommen. Das heißt, Glas. Fendt. Von 9er Serie, ne? Paket habe ich aktiviert. Eigentlich. 8er. Zurück. Geben wir mal für Firmenmarken. Firmennamen. Das ist dann 8er. Also entweder sehe ich ihn jetzt nicht oder ich bin zu blind. Das ist ja bei Seetechnik ist ja das Ding mit auch dabei, mit die Geräte. Ist das praktisch aktiviert? Nicht. Dann nehmen wir hier mal einen großen John Deere, den Mod von SMM. Den leiben uns aus. Ah, da.
Wie gesagt, ausleihen. Breitreifen. Den mitnehmen, ne? Das nur mal testen. Das ist typisch. Ich bin ja gestört während meiner Arbeit, ne? So. Ja, der raucht mal richtig, wie es gehört, ne? Das ist ein kräftiger Traktor. Der erst nicht auf Geschwindigkeit aus, sondern auf, ja, auf Kraft. Also idealerweise für Flügen, Gruppen. Aussaat für große Maschinen halt, ne? Kippen wir erstmal zwei Fuhren Silage in den BKH, den können wir in aller Ruhe in den Puma kümmern. Dann können wir gleich Düngemission sage ich schon. Das fällt gleich düngen, Entschuldigung. Also der Hänger ist gekauft und der Traktor ist gemietet. Ich muss mir ja gleich schauen, ob ich es überhaupt aktiviert habe. Normalerweise ist es automatisch bei. Aber ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache, das Spiel läuft flüssig, Ton passt und alles andere passt dann auch. Dann ist schon okay. Da ist die Fräse. Auf von der verkehrten Farbe. Nee. Hätte auch weinrot sein können, ne? Aber das macht nichts. Dann können wir nämlich schön anfangen, hier alles wegzunehmen. Müsste ich nur vorne mal kurz runter und anschalten. Da hat nichts zu sehen. Kann doch nicht sein. Reine Optik, mal vorne ein bisschen runterschiebt, ne, dass er nicht durch den Hänger durchpfeift. Sieht nicht irgendwie blöd aus. In Anführungszeichen. Ja, auch mal die Silage hier wegkriegen, ne, das steht schon seit mehreren Tagen rum her, ne. Nicht, dass irgendwann Regen kommt und das sich abhaut, ne. Kann doch passieren, ne. Oder nächstes fertig. Ist ja gleich voll. Dann können wir auch letzten Ball einsammeln und dann gleich die so.
Passt. So, jetzt hängen wir nicht mehr fest. Habe ich jetzt freie Bahn haben, ne? Da muss ich auch vorne auswählen, ne, dass hochgeht, ne? So. Anhänger anwählen. So, kümmern wir uns um den anderen kümmern hier. Können wir gleich zurück den Kurs weiterführen. Und dann können wir löschen. Und dann können wir gleich, ja, erstmal die Ballen einsammeln, ne? Wollen wir zum LKW fahren. Die freie Fahrt kriegen wir für den Düngerstreuer nachher. Boah, was ist das eigentlich heiß. Paar Ballen einsammeln hier. Na, der geht. Müsste eigentlich der Lüfter viel stärker laufen. Aber tut's nicht. Beide mitkriegen, ne? Ja, nur ein. Grad. Grafikkarte ist 73. Kriegen wir nicht voll. Schlecht. Vier Stück noch. Aber hat kaum was stehen gelassen, ne, beim Sammeln, ne? Okay. Und noch mit Leiter kaufen. So, mitnehmen. Oder Luftkühler muss ich anschalten, ja? Geht auch. So, oben noch ein Ballen. Dann noch ein Ballen. Haben doch noch die Reihe voll gekriegt. Ist die Zeit abgelaufen. So, die Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Es würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschalten würdet. Es geht morgen weiter hier auf der Marsch mit Düngen. Zum Beispiel. Tschüss.